Die Europäische Zentralbank ist ein unabhängiges Organ. Sie war 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Europäische Zentralbank verwaltet den Euro und ist für die Gestaltung und Durchführung der Wirtschafts- und Währungspolitik zuständig. Ihr wichtigstes Ziel ist die Preisstabilität, mit der das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt werden. Die Europäische Zentralbank legt die Leitzinsen fest, zu denen sie an Geschäftsbanken im Euroraum Geld ausgibt und kontrolliert dergestalt die Geldmenge und die Inflation. Sie verwaltet die Währungsreserven des Euroraums und kauft oder verkauft Währungen, um die Wechselkurse im Gleichgewicht zu halten. EZB sorgt dafür, dass die nationalen Behörden die Finanzmärkte und Institute angemessen beaufsichtigen und dass Zahlungssysteme reibungslos funktionieren. Die Europäische Zentralbank gewährleistet Sicherheit und Stabilität im europäischen Bankensystem. Sie genehmigt die Ausgabe von Banknoten in den Ländern des Euroraums und beobachtet die Preisentwicklung und beurteilt das daraus entstehende Risiko für die Preisstabilität. Der Präsident der Europäischen Zentralbank repräsentiert die Bank auf hochrangigen Tagungen in der EU und auf internationaler Ebene. Die Europäische Zentralbank verfügt über drei Entscheidungsgremien. Das sind EZB-Rat, das Direktorium und erweiterter Rat. EZB-Rat ist das wichtigste Entscheidungsgremium. Er besteht aus den Mitgliedern des Direktoriums und den Präsidenten der 16 Landeszentralbanken des Euro-Währungsgebiets. Das Direktorium überwacht die Tagesgeschäfte der EZB. Es setzt sich aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern zusammen, die von den Staats- und Regierungschefs der Länder des Euroraums für eine Amtszeit von 8 Jahren ernannt werden. Erweiterter Rat hat eher eine beratende und koordinierende Funktion. Ihm gehören der Präsident und der Vizepräsident der EZB sowie die Präsidenten der Landeszentralbanken aller EU-Mitgliedsländer an. Die EZB arbeitet mit den Landeszentralbanken aller EU-Länder zusammen. Gemeinsam bilden sie das europäische System der Zentralbanken. Überdies leitet die EZB die Zusammenarbeit zwischen den Banken des Euroraums. Unten finden Sie Vokabeln, Aufgaben und Schlüssel.